Also Hongkong war offenbar Thema und die Spannungen dort beim Gespräch der Kanzlerin mit dem Premierminister Li Keqiang. Sprechen wir über China mit jemandem, der sich qua Amt mit dem Land und den Beziehungen mit China auskennen sollte, mit Stefan Liebisch, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag und der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Liebisch. Schönen guten Morgen. Herr Liebisch, was erwarten Sie von der Kanzlerin? Wir befinden uns hier in dem Spannungsfeld, was es in der internationalen Politik immer wieder gibt, zwischen Interessen und Werten. Und wir als Linke erwarten natürlich, dass wir überall auf der Welt, wo Menschen für Demokratie und Menschenrechte eintreten, dass die auch unterstützt werden. Das gilt auch für China, das gilt auch für Hongkong. Aber wir müssen auch Dinge berücksichtigen, zum Beispiel die deutsche und britische Kolonialgeschichte. Hongkong beispielsweise hatte auch zu Zeiten der britischen Kronkolonie keine Demokratie. Da hat man aus dem Westen wenig Protest gehört. Und ich finde auch, dass diejenigen, die dort protestieren, berücksichtigen müssen, wie und mit welchen Mitteln sie das tun. Es ist also ein schmaler Grat. Ich habe die Bundeskanzlerin schon auf Reisen nach China begleiten dürfen. Mein Eindruck ist, sie hat bisher in der Vergangenheit die richtigen Worte an der richtigen Stelle gefunden. Und ich glaube, dass sie das auch diesmal tun wird. Mensch, Herr Liebisch, das klingt ja fast so, als wenn Sie fast schon entweder Mitleid mit der Bundeskanzlerin hätten oder sagen würden, naja, die Protestler in Hongkong, die müssten fast vorsichtig sein. Vor ein paar Wochen haben Sie noch gesagt, die Bundesregierung sei ihnen zu still gewesen. Also gelten nur die Menschenrechte in Hongkong genauso wie die Menschenrechte in Deutschland und müssen die angesprochen werden, und zwar deutlich von der Kanzlerin aus Ihrer Sicht? Naja, ich wünschte mir, dass die Menschenrechte und die Demokratie in Hongkong genauso viel gelten würde wie in Deutschland. Das ist aber nicht der Fall. Hongkong ist Teil der Volksrepublik China. China ist leider kein demokratischer Staat. Und dass Menschen dort für Demokratie eintreten, finde ich gut. Und bei dieser Position bleibe ich auch. Und ich habe kritisiert, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland in Venezuela, als es dort Proteste gab, sofort, und ich fand das absurd, eine Gegenregierung anerkannt hat. Und dass ich von Heiko Maas, dem Außenminister, wochenlang gar nichts zu Hongkong gehört habe. Ich finde aber auch, und das gehört zur Wahrheit dazu, dass die Besetzung von Flughäfen kein geeignetes Protestmittel ist. Das würde auch in keiner Demokratie akzeptiert werden. Insofern, es ist nicht so schwarz-weiß und es ist nicht einfach, aber so ist das eben manchmal. So, was meinen Sie damit? So ist das manchmal. Naja, es ist immer leicht zu sagen, ich bin jetzt Seite auf der Hongkong-Protestierer. Und dann, wenn es tatsächlich zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommt, kann man ihnen auch nicht helfen. Das gab es ja auf der Welt auch schon. Ich finde Proteste richtig, aber wir werden nicht aus Deutschland oder aus dem Ausland Demokratie in der Volksrepublik China erzwingen können. Das ist eine Debatte, die in China geführt werden muss. Und ich bin an der Seite derjenigen, die dafür kämpfen. Aber wir werden das nicht mit Gewalt erzwingen können. Na, dann könnte man ja, Herr Liebisch, aber doch auch sagen, na, dann braucht die Bundeskanzlerin das ja gar nicht anzusprechen. Und kümmert sich lieber um die Milliardenaufträge für deutsche Unternehmen. Ja, so hat das beispielsweise David Cameron in der Vergangenheit gemacht, als er Premierminister von Großbritannien war. Er hat eine goldene Ära zwischen Großbritannien und China ausgerufen, sich nicht um die Menschenrechte gekümmert, anders als beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland. Und heute ist er Lobbyist in einem chinesischen Investmentfonds. Das ist der falsche Weg. Es ist eben eine Abwägung, wie ich am Beginn sagte. China ist nicht nur ein wichtiger Handelspartner, China ist auch ein wichtiger Partner in beispielsweise Fragen der Klimapolitik. Wir werden ohne China global nichts gelöst bekommen. Oder in anderen Außenpolitischen Fragen, beispielsweise für einen Frieden in Afghanistan. Das sind Themen, da muss man mit China reden, auch wenn es ein undemokratisches Land ist. Und trotzdem soll man seine Werte nicht unter den Teppich kehren. Also Herr Liebisch, ich versuche es mal andersrum zu fragen. Soll die Kanzlerin viele Milliardenaufträge und damit ja auch Jobs in Deutschland aufs Spiel setzen durch Einmischung in innere chinesische Angelegenheiten, wie man jetzt in China beispielsweise sagt? Ich finde die Formulierung, dass man sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen soll, schon immer absurd. Als Politiker und insbesondere als Außenpolitiker tun wir das jeden Tag. Und die Chinesen tun das weltweit auch. Wir müssen zu dem stehen, was wir sagen. Und ich bin optimistisch, dass China nicht deswegen seine guten Handelsbeziehungen zu Deutschland und Europa in Frage stellen wird. Denn China hat ja noch ein ganz anderes Problem, nämlich einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort gibt es einen gepfefferten Handelskrieg. Und deswegen braucht China auch die Europäische Union und Deutschland. Ein Grund mehr, dort selbstbewusst aufzutreten. Bleiben wir kurz bei dem Thema. Man hört aus China, dass die Deutschen dort ja immer noch sehr gerne willkommen sind. Es ist der 12. Besuch der Kanzlerin. Könnte Deutschland sowas wie ein Mediator werden im Handelsstreit zwischen den USA und China?
Also erstmal würde ich mir wünschen, dass Deutschland versucht, ein Mediator im Streit zwischen der Demokratiebewegung und der Regierung in China wird, wenn das gewünscht ist. Aber auch der globalpolitische Handelskonflikt ist ein Thema, an dem Deutschland ein Interesse haben sollte. Der US-Präsident Trump handelt nicht nur hier, sondern in vielen Fragen, aber eben auch hier irrational. Wenn es dort zu einem ausgewachsenen Handelskrieg kommt, dann hätte das globale Konsequenzen auch für die Wirtschaft hier in Deutschland. Daran hat keiner ein Interesse. Und wenn Deutschland dabei helfen kann, dann sollten sie es tun. Was würde das denn bedeuten aus Ihrer Sicht? Also wenn dieser Handelskrieg USA-China sich am Ende noch weiter auswächst, als er jetzt schon ist, wie würde sich das aus Ihrer Sicht auch für Deutschland auswirken? Na, wenn es eine weltweite Konjunktureintrübung gibt, dann bedeutet das auch für deutsche Unternehmen weniger Aufträge, dann bedeutet das weniger Jobs, dann bedeutet das steigende Arbeitslosigkeit. Es ist eben so, in einer globalisierten Welt, in der leider vor allen Dingen die Konzerne das Sagen haben, hat das alles Konsequenzen, wenn irgendwo auf der Welt was passiert. Deswegen finde ich es gut, dass die Bundeskanzlerin schon seit so vielen Jahren so intensive Kontakte mit der Volksrepublik China pflegt, auch wenn es ein schwieriger Partner ist und sie ein anderes Gesellschaftssystem haben als wir. Ich finde das gut und richtig. Aber ich bestehe auch darauf, dass wir unsere Werte für Demokratie und Menschenrechte dabei nicht ignorieren. Okay, und damit sind wir wieder bei den Menschenrechten. Jetzt haben wir das Thema USA-China eingeflochten, weil Sie es eben angesprochen haben, völlig zu Recht. Bleiben wir noch mal bei den Menschenrechten. Den ersten Eklat, den gab es ja schon heute, ausländische Korrespondenten. Viel wurde heute Morgen in Deutschland berichtet, deutsche Korrespondenten. Aber Achtung, nicht nur deutsche, sondern auch vor allem internationale Korrespondenten sind heute Vormittag in China nicht zu der Pressebegegnung von Angela Merkel mit dem Premierminister Li Keqiang zugelassen worden. Wie erklären Sie sich das oder was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Ja, das habe ich auch gehört und ich finde das eine ganz schlechte Nachricht. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Spielräume in der Volksrepublik China in den letzten Jahren eben immer enger geworden sind. Es war nie eine Demokratie, aber es gab mal Zeiten, da war mehr möglich. Da war mehr Kritik möglich, da war mehr Öffentlichkeit möglich. Und ich habe das Gefühl, dass unter Xi Jinping die Spielräume immer enger und immer kleiner werden. Das ist natürlich nicht gut. Ich finde, dass man sich als ein selbstbewusstes und großes Land, da muss man sich auch beobachten lassen und auch kritisieren lassen. Da sollte man keine Angst vor haben. Wenn man so anfängt, ist das immer ein ganz schlechtes Zeichen. Stefan Liebig, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag und der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Vielen Dank, Herr Liebig, an diesem Tag hier bei Phoenix. Sehr gern.